Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stellar Blade. Ich habe uns mal umgezogen. Wir sind hier auf einer Baustelle, das heißt, wir müssen auf unsere Sicherheit achten. Deswegen ist jetzt unser heutiges Dress, das Bauarbeiterdress, in Rot mit Leuchtdingern, dass uns auch ja niemand irgendwie aufgabelt. So, wo geht man damit hin? Ach, da. So, was ist hier oben? Wir haben hier noch eine Menschlein liegen. Hier haben wir erstmal einen Gegner. Irgendwo. Und noch ein Mensch, aber das ist dann ein Engel. Hey, hör auf mich zu snacken, du hast mich doch gesehen. Ich trage deine Farben. So. Cool. Hier oben ist eine, hier muss auch irgendwo noch eine Kiste sein. Also, folgendes. Da drüben ist der Mensch. Und da ist auch noch eine Kiste. Wie kommen wir da drüben hin? Also ich würde fast meinen, wir müssen hier wieder einfach so runter. Oder kommt hier... Ach hier. So. Also da oben ging es schon mal nicht weiter. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe, ich bin gefangen. Komme ich raus? Ach ja, da. So, also. Gucken wir mal, ob wir drinnen irgendwie nach oben kommen. Da ist eine Menschkiste und irgendwo ist da noch eine Dame drin, versteckelt. Kann ich da rausklettern? Nope. Nein. Okay, hier geht es auch nirgendwo nach oben. Mensch, Gegner. Ja, da hockt sie. Da hockt sie. Wie kommen wir denn da hin? Kann man das kaputt machen? Nee. Könnte auch sein, dass es das falsche Ding war. Da dürfen wir nicht hoch. Da können wir, glaube ich, auch nicht hoch. Nee. Okay, wir wollen da hoch. Da wollen wir hin. Da kann man sich wohl irgendwo festhalten. Da ist ein Mensch. Schade. Kommen wir da hoch. Ja, ich spür dich. Ich spür dich ganz genau. Halt echt. Kann das sein, dass wir das da drüben hinmachen müssen? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen das da machen. Wo mache ich das denn nochmal? Wo ist das Gerät? Da. Oh Gott, was ist das denn? Ich glaube, so ist gut. Ja, ich glaube, so ist okay. Ja, super cool.
Maximale LP erhöht. Cool. So, Madame Hammer jetzt. Bitcoin. Ach, hier, der Mensch. Übertragung von Legionär 326. Reaktion an Altibas bestätigt. Alles verläuft nach Plan. Wir locken sie alle in ein bestimmtes Gebiet. Der Plan ist fehlgeschlagen. Der Plan ist fehlgeschlagen. Rennt. Aber hier ist irgendwo noch eine Kiste. Hier haben wir ein Bitcoin. Ach, das ist nur da. Okay. Irgendwo war doch hier noch eine Kiste. Da drüben. Hey, au. Oh, ein Outfit. Au. Blutrote Träne. Oh nee, ein Schmuckstück. Zählt das jetzt als Kiste? Habe ich jetzt alles? Ich glaube, das zählte als die ominöse Kiste. Oder? Nee, da ist nur Objekt. Ja, schön. Ja, du darfst. Bitte, lass dich fallen. Danke. Gegner. Hä? Ich hätte das gar nicht gebraucht? Okay. Mal ganz kurz abscannen. Objekt, was ist das? Gegner. Gut. Kiste. Kleine Kiste vergessen. Ach, das war doch hier, wo man nicht weiterkam, gell? Also, wo wir auch das gebraucht haben, das Zusatzmodul. Ach ja, wo kommt der her? Ach, das ist der Abschnitt. Okay, wir gehen mal da noch nicht lang. Ich habe das Gefühl, hier war noch irgendwo was. Thank you.
nicht hoch. Hä? Wieso liegen hier einfach Bitcoin rum? Aber irgendwo eine Kiste. Weg. Das ist schön für den Weg. Irgendwie jetzt gerade ganz komisch vibriert im Controller. Da ist eine Kiste. Kommt bestimmt so zur Kiste. 21 Meter. Okay, da komme ich aber nur von hier hin. Ach, okay, man kann hier wieder hoch, wenn irgendwas schief läuft. Hä? Och nee. Ist ja gar nichts. Kann man hier angeln? Schade. Okay. Wie soll man denn dann zu der Kiste kommen? Hoch. Ach, das ist groß geworden, das Ding. Das kommt mir schon sehr bekannt vor hier. Ach, hier lag nur die andere rum. Verdammt, wir sind richtig gelaufen. Mist, das war doch gar nicht so geplant. Oder ist das hier der Anfang? Doofe Kiste haben wir schon. Hä?
Der ist auch schon. Hm. Ja, ich erinnere mich hier dran, dass wir da reinspringen müssen. Sieht man schon hier irgendwo noch die Kiste? Objekt? Nee. Hä? Weg. Fahren wir hoch oder runter? Okay, man darf nur runterfahren. Süß, wenn die schlafen. Ja, ich würde mal sagen, die Kiste können wir vergessen. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ich habe mich verlaufen. Ich meine, wenn das so eine Kiste ist, dann wird es ja nicht so schlimm sein. Wieder hoch. Nee. Okay, gut. Kiste ist weg. Aber den Rest haben wir. Deswegen setzen wir uns mal ganz kurz hier hin und gehen dann ins Wasser. Dann kommen wir wahrscheinlich irgendwann zum Krater und dann gehen wir mal hier weg. Tschakka! Hier lang. Hä? Ja, nee, du wartest jetzt mal ganz kurz. Aha, was haben wir denn da? Nicht so, wie es scheint. Sah nur so aus. Schade. Gut, hier sind aber halt auch keine Fische, gell? Hä, wo bin ich? Ach, hier. Hier war nur das mit dem Wasser. Gut. So, Dille. Oh! Hier ist ja Wasser. Okay, wir haben den Krater erreicht. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas, das keine Miete zahlt. Ist das großes Wasser? Nee, das ist nur kleines Wasser, leider.
Mensch, da hinten, ich fass es nicht. Erinnerung von Legionär 274. Eliteeinheit Athena wurde ausgelöscht. Die zerfetzten Leichen deuten auf das Werk eines einzelnen Naitibas zu sein. Was war das für ein Geräusch? Etwas kommt hierher. Und zwar schnell. Verdammt, es ist hier. Cool. Okay, da darf man nicht hin. Das ist immer schade, immer so. Natürlich ist es billig, das irgendwie zu blockieren mit irgendwelchen Wänden, aber wenn man das so offensichtlich sieht und man kann dann da nicht hin, obwohl man die Fähigkeit eigentlich dazu hätte, dann ist es irgendwie doof. So, wir müssen jetzt hier leider einmal drum rumlaufen. Ach ja, und jetzt ist ja da noch hier Glas oder was? Okay. Wir beenden unsere Auskundschaftung hier. Hier gibt es scheinbar sowieso nichts, aber wir haben auch wieder einiges gefunden. Nur weil es das Fischen uns hierher gebracht hat. Vielleicht ist es deswegen, dass man hierher kommen muss wegen dem Fischen. Okay. Wir fliegen woanders hin. Erstmal gehen wir zum Ausgangspunkt zurück und dann werden wir mal tatsächlich nach Zion zurückgehen und zum schwarzen Brett. So, da sind wir schon. Seht mein neues Outfit? Sehe ich nicht wunderbar aus? Ich vermute mal, wenn du schon mal hier warst, kennst du dich aus. Aber bleib auf der Hut. Es kann sein, dass sich die Umgebung verändert. Was meint denn der damit? Weiß der irgendwas, was ich nicht weiß? So, da sind wir nun. Gehen wir mal schnell zum schwarzen Brett. Das kurz abscannen. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, die sind aber. Ach, die blauen Menschen sind die Lebenden. Hey, falsch. War doch richtig. Das Gerät sollte dringend überholt werden. Egal. Es sollte helfen zu verstehen, wie es um diese Stadt steht. Oh! Geschenk für einen Angelfreund. Mein Vater war der beste Scavenger aller Zeiten und absolut vernarrt ins Angeln. Ich wollte hier ein paar interessante Informationen teilen, die ich seinem Tagebuch gefunden habe. In der Nähe des Solarturms im Ödland gibt es eine versteckte Höhle. Dort war eine Angelstelle, die nur mein Vater kannte. Als er zum allerletzten Mal angeln ging, schaute er auch in dieser Höhle vorbei und hinterließ ein Geschenk für andere Angelfreunde. Wenn du auch so begeistert vom Angeln bist. Ja, kann dir dieses Geschenk schon bald gehören. Der Code für die Truhe laut 0508. Ja geil, das endlich. Macht Spaß. Ja, wirklich. Also das wirklich. Wenn wir jetzt einmal hier in der Nähe sind, gehen wir mal schnell zu unserer Sister und kaufen der einfach irgendwelchen Kram ab. Keine Ahnung. Gut, die Kiste haben wir schon. So, wo haben wir denn unsere Kiste? Unsere Sister. Sisters Junk da lang.
Willkommen bei Sisters Junk. Kaya, geht's dir gut? Tja, hier ist gerade nicht allzu viel los. Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben, damit meine Schwester stolz wäre. So, sie hat 2 von 3. Das heißt, wir müssen uns irgendwelchen Krempel von ihr kaufen. Okay, das hat schon einiges gebracht. 39, hochkonzentrierter Trank. Das habe ich alles schon gekauft hier. Okay. Ja, perfekt. Was gibt es? Ich bin immer froh, dich hier so oft zu sehen, Engel. Nein. Nein. Ich bin schockiert. Was soll das? Das ist alles. Ja, Engel. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber ich hoffe, du kannst deine Mission beenden. Das hoffe ich auch. Danke. So, wir haben eine neue Mission. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.